Willkommen zu einem neuen Video. Und ihr habt drauf gewartet, hoffe ich mal, auf das Flip-Through von diesem süßen, kleinen Junk Journal für eine noch nicht Junk Journal-Begeisterte. Wir werden sehen. Ja, das kleine, süße Journal ist fertig. Es hat DIN A6 Maße. Hat ganz viel Tüdelü, ihr seht es. Und natürlich jetzt auch ein Dingeldangel. Ich habe erst, war ich ein bisschen unschlüssig, ob ich euch hier mitnehme. In den Dingeldangel-Entstehungsprozess. Dann habe ich das aber tatsächlich recht kurz entschlossen einfach mal gemacht. Ja, dann weiß ich, einfach mal machen. So, also, der Dingeldangel ist fertig. Das Buch ist fertig. Mit allem drum und dran. Und jetzt gibt es das Flip-Through dazu. Ja, ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und freue mich jetzt, euch ein schönes fertiges Junk Journal präsentieren zu dürfen. Ganz viel Platz zum Schreiben, trotz der kleinen süßen Größe. Also, dann lasst uns mal loslegen. Um den Dingeldangel hier nicht zu gefährden, mache ich ihn mal ab. Ich habe hier eine kleine Drahtschlaufe. Diese Drahtschlaufe ist das Ende von einem Lesezeichen, das zeige ich euch gleich. Und in diesem Dingeldangel habe ich Perlen und Peace-Zeichen, Blümchen, kleine Drahtsachen, ein bisschen Spitze, natürlich eine vernünftige Perlkappe und einen schönen roten Draht. Echter Elektrikerdraht. Das ist was ganz Besonderes. Genau, dazu einen kleinen Haken. Man kann es halt abmachen. Das ist einfach praktischer, wenn man es mitnehmen möchte, um da tatsächlich drin zu schreiben. So, was kann ich euch denn zu dem Cover erzählen? Das Cover. Simpel und einfach. Serviettentechnik. Ja, sieht jetzt nicht so aus, aber ich hoffe, es zoomt vernünftig rein. Das ist tatsächlich Serviettentechnik und weil mir die Servietten oder das Muster der Servietten, das war mir zu krass bunt, deswegen habe ich da Gesso drüber gemacht und danach Mod Podge und ein bisschen Gilding Wax, wie man sieht hier. Man sieht die rosa Elemente dazu. Natürlich hier Stamperia Die Cuts. Und so ein richtig geiles, falsches Leder. Ein schönes, glänzendes. Ja, Spitzenband mit, ihr seht hier, Gummiband. Ne? Und auch die beiden Signaturen habe ich mit dem Gummiband eingebunden. Und hier noch ein bisschen Spitze dran. Hinten haben wir wieder Die Cut. Das ist von den Orchids and Cats. Mega schönes Papier, mega schöne Die Cuts. Ja, dazu natürlich Buchecken. Die dürfen hier nicht fehlen. Und jetzt wollen wir mal einen Blick in das kleine süße Buch werfen. Und das ist ganz schön voll gespickt mit Sachen. So. Dieses Zettelchen ist übrigens austauschbar, ne? Das Label. Genau. So, wir haben im Cover natürlich wieder diese schöne Lederkante. Hier in diesem Brieflein ist eine Junk Journal Erklärung. Was ist eigentlich ein Junk Journal? Das wohnt hier im Cover. An der Stelle finden wir noch Tags, wo man noch drauf schreiben kann. Also einen großen Tag auf jeden Fall in der hinteren Pocket. Und zwei kleine Süße, die hier mit, ja, Liebesmarken haben wir früher immer gesagt. Sammelmarken, Liebesmarken gespickt sind. Und zwar habe ich diese Liebesmarken aus meinem Fundus, als ich Kind war, wobei ich habe echt total wenig gesammelt, aber auch von meiner Mutter und teilweise auch von meiner Oma. Und da habe ich hier und da einfach welchen ein neues, schönes Leben gegeben. Ich finde einfach so geile alte Sachen in so coolen Büchern, wo sich dann irgendjemand hoffentlich darüber freut, dass da einfach ja was echtes, altes drin ist, was nostalgisches. Genau. Hier haben wir mal einen kleinen Self-Made-Stempel. Ich habe so einen coolen Drehstempel, ich liebe dieses Teil. Und dann geht das auch schon weiter. Genau, die erste Signatur. Ich habe beide Signaturen mit einem Stamperia-Papier von Orchids and Cats eingeschlagen. Ich finde das Papier und die Haptik einfach so wunderschön. Ich halte mich jetzt nicht an jeder Seite auf und erkläre jedes Stempelchen. Ich habe hier fein Junk Journal Style Papier reingepackt. Also unterschiedlichstes Papier, junkiges Papier. Ihr findet Stempel, ihr findet kleine Labelchen und sowas.
Und hier findet ihr diesen absolut verschärften, na komm schon, kleinen Hirsch als Lesezeichen. Ich liebe das Ding. Er hängt an einem ganz dünnen Draht, auch wieder Elektrikerdraht, hängt an einem dünnen Draht, der hier einfach als Lesezeichen drin wohnt. Und ich habe so richtig cooles altes Schulpapier gefunden, wo einfach unter jeder Seite einfach ein Spruch steht. Ich fand's so geil. Ist dein Schreibwerkzeug in Ordnung? Und achte darauf, dass die Eiformen mit lockerer Hand und Körperhaltung geschrieben werden. Ist das nicht großartig? Das sind wirklich die alten Papiere. Herrlich. Die sind übrigens nicht aus meiner Schulzeit, will ich mal betonen. So, dann haben wir ein bisschen das Papier mit so einem kleinen Stofffähnchen dran. Ein schönes altes Buch. Hier haben wir einen Lass dich nicht hetzen Sticker, der übrigens mit Klett befestigt ist. Das heißt, man kann ihn auch abnehmen und einfach woanders hin platzieren. Also, vorausgesetzt, man hat irgendwo auch noch Klett, ne? Klar. So, hier haben wir das schöne Digital Paper von der Luise Heinzel. Das ist aus der Fall in Love Collection. Total schönes Papier. Ich habe es in der Online-Druckerei drucken lassen. Ich glaube, auf einem 160 Gramm Papier, wenn mich nicht alles täuscht. Könnte 140 sein, aber es ist auf jeden Fall super schön geworden. Hier ist ein kleiner Block drin, ein kleiner Klebezettelchen-Block. Ich habe nur das Pfädchen hier untergeschlagen, weil der macht sich ab und zu mal selbstständig, weil dieser Faden noch ein bisschen widerspenstig ist. Der möchte sich erstmal setzen. So, was nicht mehr fehlen darf, ist teegefärbtes Papier. Hier haben wir ein bisschen Spitze. Hier habe ich tatsächlich jetzt noch nichts reingepackt, weil ich nichts so Großes hatte. Das ist ja aber auch noch zum Selberfüllen. Ne? Frau Birgit wird schon gucken, was sie da macht. Und hier haben wir was aus einem Handwerkslexikon. Manch ein Mann würde mich jetzt gerne lynchen, dass ich das auseinandergenommen habe. Leute, ich hatte es doppelt. Und in Zeiten des Internets ist die Frage, wer da wirklich noch reinguckt. Aber zum Basteln, mega geil. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Schreibpapier und Sudoku. Yay, also man kann hier wirklich einfach Sudoku lösen. Ich glaube sogar, das ist nicht ein ganz schweres, es ist ein mittleres, also es ist auch lösbar. Hier, was nicht fehlen darf, ist Edith Holden und Gedicht über den Juli. Wenn es zu einem Juli-Geburtstag ist, mit ein bisschen. Ja, der schönen Schrift und den tollen Worten, die die Frau immer benutzt. Auch hier kommt jetzt wieder Papier zum Tragen und das natürlich die andere Seite von dem Handwerkerlexikon. Dann wieder ein kleiner Tag hinter einem halben Doily. Na, schauen wir mal. Blättern wir mal weiter. Ja, genau, hier haben wir noch ein kleines Öhrchen dran gesetzt. Ein bisschen gepunktetes Papier. Genau. Der zweite Seite von dem Teegefärbten, mein Lieblings-Ananas-Block. Auch wieder ein bisschen mehr Platz zum Schreiben mit einem schönen Scotch-Tape, das heißt, man kann auch wirklich drauf schreiben. Tülü. Und hier, ich liebe das kleine Rotkehlchen, das ist so niedlich. Klein und dick. Ja, wieder dieses Stoff-Washi, das liebe ich ja auch. So, hier haben wir wieder einen kleinen Tag. Das heißt, wieder so überhaupt ein Tag mit ein bisschen Jute-Schnur. Und wenn man Langeweile hat oder Spaß dran, kann man ihn ausmalen, diese kleinen Pigments. So, hier haben wir so ein bisschen schillerndes Papier. Also wenn man das dreht, sieht man auch noch zusätzliche Muster, die man so auf den ersten Blick nicht erkennt. Und ein bisschen Spitze darf nicht fehlen. Hier dieses abgefahrene Schreibpapier. So, und eine Pocket. Mit, ja. Aus einem Embossing-Folder, Herzchen und wieder einen kleinen süßen Tag. Schups. Ja, da sind wir am Ende der ersten Signatur und da wartet schon die zweite. Ich hätte fast hier in der Mitte noch irgendwie was Kleines hinsetzen können, aber dann hätte ich, glaube ich, das Buch nicht mehr zubekommen. So, auch hier, man sieht einfach, irgendwie ist mir das Karo, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, das Karo von dem gefärbten Papier so ein bisschen abhanden gekommen. Eigentlich ursprünglich war dieses Papier blanco. Das heißt, das Papier, was da drüber lag, scheint abgefärbt zu haben. Hier haben wir was zum Ausklappen. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und in der Mitte ein bisschen ja, von dem Luise Heinzel Papier. Zusätzlichem Schreibplatz. Ich habe so cooles Notenpapier, was einfach mal so dreifach ausklappbar ist. Und da habe ich ein Stückchen hier mit eingebaut.
Schreibpapier. Hier wieder ein süßer Tag. Ein bisschen Platz zum Schreiben. Nein, man muss nicht überall drauf stempeln. Hier hat man wieder ein kleines Stückchen geprägtes Papier. Und eine super alte Atlasseite übrigens. Also ich habe so einen richtig alten Atlas vom Müll gerettet. Und diese Karten sind einfach nur schön. Ja, tatsächlich, hier geht Deutschland noch etwas weiter als jetzt. Aber die Seiten sind klasse. Also ich habe auch keine verfänglichen Zeichner drin gefunden. So, wir haben wieder hier Spitze und dieses tolle Schreibpapier. Benutzt du ordentliches Schreibpapier und gute Tinte? Na, lieber Junk Journaler, tut ihr das? Auch Zahlen müssen sorgfältig geschrieben werden. Schreibt euch das hinter die Ohren. Hier haben wir wieder ein kleines bisschen Luisa-Heinzel-Papier. Und bisschen was Platz zu schreiben. Und hier noch ein bisschen Edith Holden aus dem Juli. Diese Libelle war so schön. Und man hat gerade ein Glas hingeschmissen. Wir haben einen kleinen Block. Der ist ein Abreißblock. Der wird allerdings ein bisschen mit Vorsicht zu behandeln sein, was das Abreißen angeht. Und Schreibpapier. Hier haben wir noch so eine kleine Pocket mit einem Tag, diesmal aber ohne Pinselchen, sage ich mal. Noch ein bisschen was zu schreiben. Hier haben wir die andere Hälfte des Doilies mit einem weiteren Tag. Wieder was zu schreiben. Die andere Hälfte dieses schönen Atlaspapiers. So. Hier finden wir wieder ein bisschen Spitze und dieses schöne Washi. Ich könnte das den ganzen Tag anfassen. Das ist mega einfach kuschelschön. Genau, hier. Original cooles schwarz-weißes Papier. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe eine kleine Kiste mit schwarz-weiß Fotos geschenkt bekommen und ich fand die Damen hier, die Ladies, einfach herrlich. Die freuen sich alle irgendwie in Keks und sind sich nicht so ganz sicher, ob sie fotografiert werden wollen. Und da war es dann auch schon zu spät. Ja, ich habe hinten ein bisschen was zu schreiben gebracht. Vielleicht kann man damit ja irgendwem eine Freude machen. Das heißt, Frau Birgit, wenn du das findest und irgendwen zum Lachen bringen willst, schreibst du ihm eine kleine Botschaft, gibst ihm dieses coole Foto. Oder guckst du es dir selber an. So, dann haben wir hier hinten im hinteren Bereich auch nochmal so ein kleines Mini-Teilchen mit Liebesmarke. Und ich habe noch ein cooles Foto. Und zwar fand ich diese Dame hier auch herrlich. Ich glaube, so ganz froh ist sie nicht, dass sie da sitzt. Aber sie sitzt da halt und wird fotografiert. Früher waren die Fotos ja echt teuer. Ja, mein Mann hat gerade den Staubsauger angeschmissen, weil er irgendwas in der Küche zerschmissen hat. Ich werde gleich mal gucken, was das war. Aber erstmal machen wir hier fertig. Genau. Auch dieses Mädel hat ein Hintergrund zum Schreiben und vielleicht, also wie gesagt, damit jemandem mal einen Überraschungszettel hinzulegen, wäre vielleicht nicht eine schlechte Idee. Jetzt kommt eine kleine Hommage an Jutta von Funkelkram. Erstmal, ich bin total begeistert von dem Prägefolder. Ich habe eine Tür geschaffen, total geil, mit einem Klett. Und Hommage ist deswegen, weil Jutta das in ihre Journals auch gerne schreibt, diesen Spruch. Den hat sie natürlich nicht selbst geschrieben, ne? Aber dieser Spruch ist einfach nur gut, deswegen vielen Dank nochmal an die Erinnerung. Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es auch nicht das Ende. Von Oscar Wilde. Oder ich habe gelesen, es ist vermeintlich von Oscar Wilde. Aber ich glaube schon, dass er das geschrieben hat. Das würde zu ihm passen. So. Genau. Das ist dieses kleine, süße Journal, was jetzt verpackt wird. Und nach dem verpackt werden, dann auf die Reise geht, zu, wie ihr schon gelesen habt, Frau Birgit, die noch gar nicht von ihrem Glück weiß und der ich mal vom Junk Journal erzählt habe. Ich bin mal gespannt, ob sie was damit anzufangen weiß. Auf jeden Fall ist das ein lustiges Geschenk zu einem besonderen Geburtstag. Und jetzt mal husch husch in die Kiste. Ich hoffe, euch hat mein Journal gefallen. Mein Video, Flipthrough durch dieses kleine süße Buch. Auch mein Gerede und die Staubsaugergeräusche im Hintergrund. Die gibt es gratis dazu. Ja, ansonsten freue ich mich über
Likes, Kommentare, lasst uns in Austausch gehen. Ja, und natürlich freue ich mich total über Abonnenten, weil Stand heute sind es, glaube ich, 14. Also ich freue mich über jeden einzelnen dieser 14. Mega. Nur das könnte vielleicht ein bisschen wenig sein, um hier in Austausch über sowas zu gehen. Solche kleinen tollen Sachen. Und um es zu unterstreichen, ist jetzt der Staubsauger auch ruhig. Ja, habt eine schöne Bastelzeit und bis demnächst in diesem Kino. Thank you.